Guten Morgen, ich bin arbeitssuchend, daher vorweg ein Lied. Found a peanut last night I found a peanut last night. Where'd you find it last night? Where'd you find it last night? In the dustbin last night, in the dustbin last night. Cracked it open last night. I cracked it open last night. Ate it anyway last night. I ate it anyway last night. Found it rotten last night. I found it rotten last night. Ate it anyway last night. Last night I ate it anyway last night. I felt sick last night. Last night I felt sick. I felt sick last night. Called the doctor last night. Last night I called the doctor. Called the doctor last night. Went to heaven last night. Last night I went to heaven last night. Didn't want me last night. Last night they didn't want me last night. Ich lese Freiberufler fit fürs Finanzamt und ich tue das nicht freiwillig, ich suche Arbeit. So, das Buch habe ich in der ersten Auflage gebraucht gekauft. Zu dem Buch gehört eine CD. Hinten gibt es ein Quellenverzeichnis. Zu Kapitel 1 gibt es zum Beispiel die Checklisten für Rechnungen über oder Checkliste für Rechnungen über 150 Euro. Kapitel 2 Anforderungen einer korrigierten Rechnung. Kapitel 3 Anlage, Einnahme, Überschussrechnung, Finanzverwaltung, Formularmanagementsystem der Bundesfinanzminister und so weiter und so weiter. Kapitel 6 Anlässe, die die Prüfungswahrscheinlichkeit widerstehen, Checkliste festlegen, des Prüfungstermin, Checkliste, Prüfungsbeginn und all so ein Zeug. Was
Was ich jetzt schon scheiße finde, ist die Schrift in dem Buch. Spätestens daran merkt man, dass es eine scheiße... Entschuldigung. Spätestens daran merkt man, dass es eine engagierte Frau geschrieben hat. Freiberufler fit fürs Finanzamt. Das Buch gliedert sich in folgende Kapitel. Es geht los auf Seite 11, warum das auf Seite 11 losgeht. Und das Inhaltsverzeichnis schon auf Seite 7 steht. Es spricht für die Schrift, die verwendet worden ist. Eigentlich gehört zum Inhaltsverzeichnis gar nicht zum Buch. Das wird normalerweise mit römischen Ziffern durchnummeriert. Soll ich mal gerade gucken. Hier so ein Fachbuch. Und ich sag's direkt, sogar das Vorwort zur eigenen amerikanischen Dokumentation steht unter römischen Nummern und dann geht es gibt es ein Deckblatt zum ersten Teil, dann eine freie Seite, dann gibt es eine Zusammenfassung des ersten Teils, dann wieder eine freie Seite und dann geht das Kapitel los. Die Zusammenfassung und das Deckblatt des Teils haben ein eigenes Blatt bekommen. So stelle ich mir ein Fachbuch vor. Also, es geht los mit über dieses Buch, Seite 11, dann kommt das Gleitwort wie beim Bundespräsidenten, Seite 15. Kapitel 1, am Anfang steht das Geld, was Sie über Rechnungen wissen sollten, Seite 17. Ich mache mal die Eieruhr an. Kapitel 2, Seite 33, oh schreck, die Umsatzsteuer, kein Buch mit 7 Siegeln. Kapitel 3, Formulare, keine Angst vor der Einnahmeüberschussrechnung. Kapitel 4, keine Angst vor den Belegen, Steuern sparen mit Steuern gestalten. Kapitel 5, und überall Daten, die Geschäftsanalyse. Kapitel 6, nicht immer einer Meinung mit dem Finanzamt, vom Jahresabschluss bis zur Betriebsprüfung, Seite 169. Dann, wie es weitergeht, Seite 201. Dann werden die Experten vorgestellt. Es gibt die Quellenangaben zu CD-Vorlagen und es gibt ein Stichwortverzeichnis. So. Das erste Problem ist, bei den Quellenangaben steht nicht dabei, wer das geistige Eigentum an den Vorlagen hat. Kann man gerade gucken, was der Verlag zur CD schreibt. Auf Seite 205 nach. So, ich kann von der Verwendung der CD nur abraten, ich würde gar nicht erst reingucken. Es steht nicht drin, wie das mit dem Urheberrecht geregelt ist. Und das, obwohl da bei den Experten als erstes eine Anwältin aus Köln steht.
sollte man was anderes erwarten. So, über dieses Buch. Zum Glück habe ich es mit einem Gebrauch gekauft, sonst würde ich mich jetzt ärgern. Über dieses Buch Steuern für viele ist dieses Thema eine ungeliebte und meist unverständliche Materie. Fachchinesisch von Juristen und Bürokraten sowie die Tatsache, dass die meisten Freiberufler sich höchst ungern mit Zahlen befassen, tun ihr Übriges. Kaum jemand beschäftigt sich gern mit Steuern oder hat sogar Spaß daran. Genau das möchte ich mit diesem Buch ändern. Sie müssen nach der Lektüre dieses Ratgebers nicht unbedingt die Steuererklärung zu Ihrer Lieblingsbeschäftigung machen. Aber ich möchte Sie ermutigen, sich mit den steuerlichen Konsequenzen Ihrer freiberuflichen Arbeit auseinanderzusetzen. Denn das wird sich für Sie in Euro und Cent auszahlen. Als Steuerjournalistin möchte ich Sie durch das Labyrinth der Steuern führen und Ihnen die Punkte verständlich machen, die für Sie wichtig sind. Dazu zählen korrekte Rechnungen, genauso wie die Umsatzsteuer und die Wahl des richtigen Umsatzsteuersatzes. Dazu gehören die Einnahmen- und die Ausgabenseite, ebenso wie die einzelnen Positionen für Ihre Gewinnermittlung, die Einnahmenüberschussrechnung und eine strukturierte Ablage. Wichtig ist aber auch, dass Sie verstehen, was hinter Ihren Zahlen steckt und was das für Ihr Unternehmen bedeutet. Betriebswirtschaftliche Auswertungen und andere Analysen sind Hilfsmittel, die Sie bei finanziell relevanten Themen unterstützen können. Und letztlich sollten Sie auch wissen, wie Sie sich mit dem Finanzamt auseinandersetzen können, vom Einspruch bis zur Betriebsprüfung. Freiberufler Fit fürs Finanzamt soll eine verständliche Gebrauchseinweisung für Ihre Steuerangelegenheiten sein, ausgerichtet auf die speziellen Belange der freien Berufe. Es soll Ihnen als Wegweiser durch den Steuerdschungel dienen und Sie bei Ihrer Buchführung unterstützen. Es kann Ihnen helfen, Ihr Unternehmen betriebswirtschaftlich zu hinterfragen. An vielen Stellen finden Sie Expertentipps von Steuerberatern und praktische Hinweise von freiberuflichen Kollegen. Freiberufler Fit fürs Finanzamt ist im besten Fall ein Buch, das Sie gerne in die Hand nehmen und lesen. Ein Nachschlagewerk, das auf Ihrem Schreibtisch einen festen Platz findet. Ein Buch schreibt sich nicht von selbst und nicht ohne die Unterstützung anderer, bla 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 bla. Ja. Legende. Frisch vom Finanzamt. Hinweise auf Vordruck und Muster hinter den Paragraphen. Lexikonartige Begriffserklärung, Vertiefung, Erläuterung. Zum Abheften weiterführende Informationen und Lesetipps, etwa BMF-Schreiben und nützliche Internetseiten, Steuerrat, Expertentipp vor Gericht, Hinweise auf interessante Urteile und zum Schluss gibt es noch einen Merke, das ist eine Glühbirne. Dann gibt es noch so ein Geleitwort vom Vorstand der DATEV. IG aus Nürnberg. Wir wissen ja schon, welche Software hier empfohlen wird. Kapitel 1. Am Anfang steht das Geld, was Sie über Rechnungen wissen sollen.
Also Kapitel 1, am Anfang steht das Geld, was Sie über Rechnungen wissen sollen. Rechnungen zu schreiben gehört zu den schönsten Tätigkeiten der Selbstständigkeit. Rechnungen bezahlt bekommen gehört zu den schönsten Tätigkeiten der Selbstständigkeit. Welch ein gutes Gefühl ist es doch, einen Auftrag erledigt und womöglich positives Feedback vom Kunden bekommen zu haben. Und dann die Belohnung für die getane Arbeit, das Honorar. Grundlage für eine solide Rechnung ist ein rechtssicherer Vertrag und auch bei den Rechnungen selbst gibt es einiges zu beachten, etwa die Vorschriften und Pflichtangaben für eine korrekte Rechnung. Außerdem verschickt so mancher seine Rechnung inzwischen am liebsten per E-Mail, aber ganz ohne Hürden ist dies selbst nach den jüngsten gesetzlichen Erleichterungen nicht. Der Vertragsabschluss, die Grundlage für die spätere Rechnung. Vor der Rechnung steht immer ein Vertrag, der zu Beginn des Auftrags geschlossen wurde. Dies kann ein abgezeichnetes Angebot, ein Werk- oder Dienstvertrag oder die selbst erstellte Auftragsbestätigung sein. Dienstvertrag oder Werkvertrag. Gerade unter den Freiberuflern aus dem kulturellen Bereich kommt es darauf an, ob mit dem Auftraggeber ein Dienstvertrag oder ein Werkvertrag geschlossen wurde. Mit Auswirkungen auch auf Rechnungen und Honorar. Daher ist es wichtig, den Unterschied zwischen den beiden Vertragsarten zu kennen. Ein Werkvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass der Dienstleister ein bestimmtes Arbeitsergebnis, also ein Werk, schuldet. Die Grundlage dafür ist im Bürgerlichen Gesetzbuch Beschluss 631. Nee. Ich weiß schon nicht, wie die hier. Es geht schon mit der Schrift los, die scheiße ist. Nochmal. Das ist so eine komische, serifenlose Schrift, wo dann auch noch so Elemente aus. Reinkommen, die ich wirklich nur aus Comics kenne. Ich weiß nicht, wie man so versuchen kann, ein seriöses Buch zu schreiben. Dienstvertrag oder Werkvertrag. Gerade unter den Freiberuflern aus dem kulturellen Bereich kommt es darauf an, ob mit dem Auftraggeber ein Dienstvertrag oder ein Werkvertrag geschlossen wurde. Mit Auswirkungen auch auf Rechnung und Honorar. Daher ist es wichtig, den Unterschied zwischen den beiden Vertragsarten zu kennen. Ein Werkvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass der Dienstleister ein bestimmtes Arbeitsergebnis, also ein Werk, schuldet. Die Grundlage dafür ist im Bürgerlichen Gesetzbuch Beschluss 631 und warum da nochmal BGB hintersteht, ist im Bürgerlichen Gesetzbuch im Beschluss 631 festgelegt. Das steht hier nicht so, ich lese es aber lieber so vor. Obwohl im Gesetz die wichtigsten Punkte angesprochen sind, ist es trotzdem notwendig, im Vertrag klare Absprachen über alle wesentlichen Einzelheiten zu treffen. So, und jetzt komme ich wieder. Ich möchte mich jetzt nachgucken, was da steht. Das da, ich glaube schon. So, Beschluss 631. Titel 9, Werkvertrag und ähnliche Verträge. Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag.
Beschluss 631, vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag. Durch den Werkvertrag oder römisch 1, durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Römisch 2. Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. So, und dann geht es schon weiter mit Beschluss 632 Vergütung. So viel ist da nicht geregelt im Beschluss 631. Es steht auch nur, die Grundlage dafür ist im bürgerlichen Gesetzbuch im Beschluss 631 festgelegt. Obwohl im Gesetz die wichtigsten Punkte angesprochen sind, nämlich zwei, ist es trotzdem notwendig, im Vertrag klare Absprachen über alle wesentlichen Einzelheiten zu treffen. Dafür zählen die genaue inhaltliche und technische Beschreibung der Leistung, ein Terminplan und Liefertermin, sowie das Honorar und dessen Fälligkeit. Ganz wichtig, beim Werkvertrag muss das Werk vom Auftraggeber abgenommen werden. Dazu ist der Kunde verpflichtet, wenn das Werk fehlerfrei ist. Der Auftraggeber darf die Abnahme nur verweigern, wenn es entscheidende Mängel oder Abweichungen vom Vertrag gibt. Es gibt aber dem Dienstleister die Möglichkeit zum Nachbau. Er muss aber dem Dienstleister die Möglichkeit zum Nachbessern geben. Erst wenn die Mängel binnen einer eingeräumten Frist nicht beseitigt sind, kann das Honorar gekürzt werden. Geschmack spielt bei der Abnahme keine Rolle. Wenn es dem Kunden nicht gefällt, darf er die Abnahme also nicht verweigern. Im Unterschied dazu geht es beim Dienstvertrag darum, dass der Auftragnehmer bestimmte Tätigkeiten für den Kunden erbringt, also Dienste leistet. Hier wird nicht ein bestimmter Erfolg, mit anderen Worten das Arbeitsergebnis, sondern nur der Dienst an sich geschuldet. So, ich gucke mal gerade nach. Hier steht nämlich kein Paragraph dabei. Gibt es auch was zum Thema? Dienstvertrag ist Beschluss 611. Ist hier aber nicht aufgeführt, muss man selber finden. Dienstvertrag. Beschluss 611, vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag.
Römisch 1, durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Römisch 2, Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. Beschluss 611a Arbeitsvertrag. Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeiten betreffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Festlegung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. Aus einem Dienstvertrag wird also ganz schnell ein Arbeitsvertrag. Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Verpflichtung verpflichtet. Die einbaren Vergütung verpflichtet. So. Gut zu wissen. So, im Unterschied dazu geht es beim Dienstvertrag darum, dass der Auftragnehmer bestimmte Tätigkeiten für den Kunden erbringt, also Dienste leistet. Hier wird nicht ein bestimmter Erfolg, mit anderen Worten das Arbeitsergebnis, sondern nur der Dienst an sich geschuldet. Ein Heilpraktiker beispielsweise erbringt für seinen Patienten die Dienstleistung Therapie. Er schuldet aber nicht das Arbeitsergebnis Gesundheit. Das Honorar aus einem Dienstvertrag ist fällig, wenn die Dienstleistung erbracht ist. Zusätzlich kann ein Vorschuss vereinbart werden. Ein Dienstvertrag läuft meist über längere Zeit, sprich es geht darum, Tätigkeiten regelmäßig zu erbringen. Ein typischer Vertragsabschluss basiert auf zwei Elementen, der Willenserklärung des Auftragnehmers, zum Beispiel in Form eines schriftlichen Angebots, der Willenserklärung des Auftraggebers, etwa in Form der Annahme oder Zustimmung. Ist hier eine Lampe und die Lampe steht für Merkel. So. Das war gerade ein... hinter dem Paragraphenabschnitt. So. Ich glaube, ich lege hier mal ein Lesezeichen rein, damit ich sagen kann, was das jeweils ist. Ein Vertrag kommt also grundsätzlich nur dann zustande, wenn die eine Seite einen Vorschlag macht, dem die andere Seite zustimmt. Welche Form für den Vertrag gewählt wird, ist nicht entscheidend, denn in Deutschland herrscht für die meisten Verträge Formfreiheit. Auch E-Mails sind zulässig. Allerdings ist es für mögliche Streitigkeiten wichtig, nachweisen zu können, ob der Empfänger die elektronische Post bekommen hat. Ein schriftlicher Vertrag muss im Prinzip nicht sein. Besser aber ist die schriftliche Fixierung des Besprochenen. Denn ein Telefonat ist juristisch zwar genauso bindend wie die schriftliche Vereinbarung, wenn es aber zum Streit kommt,
steht das Wort des Dienstleisters im Zweifel gegen das Wort des Kunden. Bei besonderen Verträgen heißt es außerdem aufgepasst, denn in bestimmten Fällen schreibt das Gesetz eine bestimmte Form vor, etwa bei der Zusage einer Bürgschaft. Daher sollten Sie in jedem Fall schon bei Vertragsschluss darauf achten, dass Sie eine sichere Basis dafür haben, später Ihr Geld pünktlich zu erhalten. In manchen Situationen heißt dies, erst einmal überhaupt einen schriftlichen Vertrag zu schaffen, etwa dann, wenn Aufträge per Zuruf erteilt werden. Mit einer Auftragsbestätigung und dem kaufmännischen Bestätigungsschreiben können Freiberufler den Vertrag formell festklopfen. Mit diesen beiden Arten der Bestätigung unterscheiden Juristen, ob mit dem Schreiben ein Vertrag erst zustande kommt, Auftragsbestätigung, oder ob ein bereits geschlossener Vertrag bestätigt wird, kaufmännisches Bestätigungsschreiben. Im geschäftlichen Alltag ist diese Abgrenzung allerdings häufig nur schwer zu ziehen. Vieles, was im Geschäftsalltag als Auftragsbestätigung bezeichnet wird, ist juristisch betrachtet eher ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben. Fakt ist, auf die Bezeichnung der Vereinbarung kommt es nicht an. Sie können also auch ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben als Auftragsbestätigung benennen. Ganz ehrlich, wenn sowas das erste Mal begegnet, er packt sich als normal denkender Mensch wirklich nur in den Kopf und denkt sich, ich bin im absoluten Gaggerland gelandet. Die Unterscheidung zwischen den beiden Formen wird dann wichtig, wenn das Schriftliche vom mündlichen Besprochenen abweicht. Denn beim kaufmännischen Bestätigungsschreiben wird davon ausgegangen, dass der bereits geschlossene Vertrag mit dem Inhalt des Bestätigungsschreibens übereinstimmt. Widerspricht die andere Seite dem Schreiben nicht unverzüglich, gilt der Vertrag. Ausnahme: Der Absender des Schreibens hat das vertraglich Vereinbarte bewusst und mutwillig falsch wiedergegeben. Übrigens, kaufmännische Bestätigungsschreiben dürfen Sie nur anderen Unternehmen schicken. Bei Privatleuten gelten besondere Verbraucherschutzrechte. Ob kaufmännisches Bestätigungsschreiben oder Auftragsbestätigung, Ihre Vereinbarung sollte folgende Punkte enthalten: Bezug auf Gespräche oder Korrespondenz mit dem Kunden, Telefonat, E-Mail, Korrespondenz, Titel des Projekts, Arbeitsauftrag, Thema und gegebenenfalls Bezug auf Briefing, Umfang, Liefertermin, vereinbartes Honorar und Fälligkeit, die eigenen Kontaktdaten. Falls individuelle allgemeine Geschäftsbedingungen AGB vorhanden sind, können Sie diese beifügen oder auf den entsprechenden Link im Internet verweisen. Ich glaube nicht, dass der Link im Internet reicht. An der Stelle ist das Buch schon scheiße. Das steht auch in dem Ding von der Verbraucherzentrale NRW anders drin, da bin ich mir sicher. Da die gesetzlichen Bestimmungen allerdings in der Regel recht vorteilhaft für Freiberufler ausfallen, müssen nicht unbedingt eigene AGB formuliert werden. Wer individuelle AGB wünscht, sollte sich aber
in keinem Fall auf Schablonen oder Mustervorlagen aus dem Internet verlassen, sondern anwaltlichen Rat einholen. So, das mit dem Link ist schon die erste Scheiße, die hier drin steht. Das gilt nämlich so garantiert nicht. Wie heißt der Verlag nochmal? Migrai VCH aus Weinheim, Germany. Lieber Verlag Migrai VCH, schreibt nicht so eine Scheiße in eure Bücher. So, jetzt habe ich hier wieder so ein Zeichen aus der Legende. Die Legende heißt hinter dem Paragraphen. Und damit beginnt das der Abschnitt Rechnung aber richtig. Im Kapitel am Anfang steht das Geld und damit mache ich später weiter. Tschüss.